So, Freunde, willkommen zum vierten Tag des blutigen Kampfes und des Kanals und keine Wiederauferstehung. 5 Sterne, rotes gesperrt. Werden sehen, wie es läuft. Ich bin nicht gut gelaunt, weil wir werden wahrscheinlich, wir haben den Krieg verloren durch 6 ungenutzte Flaggen. Ja. Werden wir gleich sehen. Ich werde es am Ende zeigen. Ich werde nicht zeigen, wer es war. Aber ich werde zeigen, wie es passiert ist. Also wenigstens hier läuft. Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen eher in eingeschränkter Euphorie, auch wenn ich jetzt hier gewinnen sollte. Und das ist ein Team, wo wir locker auch gegen verlieren können. Definitiv. Ganz locker flockig. Wir nehmen Grün mit und Gelb. Grün und Gelb. Drei Grüne. So. Das sieht gut aus. So machen wir das. Also ich habe im PvP auch schon richtig Probleme wieder mit den Boards gehabt, ja. Also es ist im Moment, naja, das sieht jetzt gerade ein bisschen besser aus, aber im Moment läuft es nicht wirklich. Ich nehme jetzt die gelben, weil die grünen bleiben so oder so und dann können wir die ghosten. So, jetzt ist die Frage, ja gut, okay, ja, alles klar, wir gehen hier auf die Seite, weil er löst jetzt gleich aus und wir haben den Death Down. Wollen wir nicht. Dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwie ein bisschen dodgen. Wir spielen das so, vielleicht. Normalerweise hätten wir Glück gehabt. Wenn es gestern gewesen wäre oder sowas, hätten wir das Glück gehabt. Die nehmen wir jetzt. Okay, ich hoffe, ja, die beiden dodgen. Okay, dodge nochmal bitte. Danke. Okay, Kadilen, diesmal hast du deinen Job gut gemacht. Gehen wir hier rüber. Hier darüber. Gut, weil hier habe ich nämlich jetzt grün. Das war so meine Hoffnung. Dass wir hier grün kriegen. Ah, okay. Alles klar. Da war er. Der Lucky Strike war da. Gut. Hier tauschen wir die gelben mit lila. Okay, auf geht's. Eine gute Wahl, mit lila zu tauschen. Hier, das ist, warte mal. Wenn wir hier spielen, dann kommt der hier hin, dann haben wir hier ein grünes Match. Also wir hätten dann grün und lila Match. Wenn wir den so machen, kriegen wir direkt das grüne Match. Dann machen wir das doch so. Okay. Dann spielen wir das so. Machen Cage schon mal, nehmen die. Und Panther regelt jetzt den Rest. Perfekt. Gut. Bei denen sind wir schon mal los. Jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Grün irgendwie kriegen. Machen wir das mal so. Gajamal wird auslösen. Ja, aber na, wird doch nicht auslösen. Wenn hätte Gajamal ja nur den Schaden gemacht. Sonst ja nichts. Gehen hier rüber. Ah, Cage machen wir vorher nochmal auf den Dark Lord, damit es schön wehtut. Genau. Perfekt. Also, vielleicht kommt hier was. Nee, dann müssen wir uns die Lila nahe arbeiten. War auch okay. Kommt Nisa. Ah,
Eieiei. Reicht das? Muss eigentlich gucken, gegen welchen Tor ich da kämpfe. Habe ich nachgeguckt. Level 93. Deutsche Warlocks, okay. Aber ich gehe mal einmal ganz kurz zurück. Tatsächlich. Die haben ihren Angriff noch gemacht in der letzten Sekunde. Weil es stand nämlich 5.395 zu 5.400. Also, im Grunde haben wir gewonnen, aber auch irgendwie wieder nicht, weil wir haben 6 Angriffe. Und das ist eigentlich einer oder eine Person, die zuverlässig ist. Sowas triggert mich jetzt enorm. Also das fuckt mich jetzt unnormal ab. Sowas darf auf diesem Level nicht sein. Wenn du weißt, dass du nicht kannst. Ich weiß natürlich nicht, was los ist. Ja. Kann ja irgendwas Schlimmes sein. Dann ist alles das, was ich sage jetzt, ist dann null und nichtig. Ja, aber prinzipiell auf diesem Niveau darf sowas nicht sein. Das darf nicht sein. Und vor allem ausgerechnet wegen diesen Angriffen verlierst du auch noch. Wenn wir jetzt mit 100 Punkten gewonnen hätten oder mit 300 verloren oder sowas, dann Scheiß auf die 6 Flaggen, dann hätte es eh nichts mehr geändert. Ja, aber so, wenn die Flaggen über Sieg und Niederlage entscheiden, dann wir nehmen die weiter. Dann regt mich das eigentlich auf. Ich hätte Grimbel mitnehmen sollen, so eine Scheiße. Da habe ich mich aufgeregt und habe nicht drüber nachgedacht, was ich hier mache. Bombastisch. Mach's mal so. Wird nicht reichen. So, komm jetzt nicht von den lilanen Clown. Gespannt, wenn wir das jetzt hier hinkriegen wollen. Gucken, ob wir den Dodge wegkriegen. 3-mal. 3 von 3. Kannst du dir aber auch in den Kalender eintragen, da sowas mal passiert. So. Sala Vista. Da sieh mal die ihren Scheiß da. Gehen wir da mal rein. Okay, das war gut. Okay, sie macht ihren Scheiß doch nicht. Dodge. Ausgewichen und getroffen. Naja. Ausgewichen nicht wegen dem Dodge, sondern weil sie es kann. Direkt tot. Gut funktioniert. ja, jetzt würde ich einfach mal sagen, achso, sie kann auch aus sein. Egal. Wird sie nicht. So, was tun wir jetzt? Ich kann nur in Fock reinspielen. Hier, das will ich nun nicht unbedingt machen, weil ich sehe hier auch nichts. Wir machen das mal so. Dann spielen wir das so und hoffen jetzt, dass hier irgendwas kommt. Ja, gut, da kommt was. Reicht wahrscheinlich nicht. Er setzt sich ein zu weit nach oben. Schade, Evelyn. Schön mit dir. Da habe ich natürlich nur solche, die so einen Furzschaden machen, ne? Kein dicker Hitter mehr. Das heißt, es ist wieder wie im Krieg. Panther muss Action machen. Oh, ja. Und direkt down. Das Gute ist, dass er nur ein Einzelhitter ist. Der einzige Vorteil, den ich habe.
Und dass er doof ist und immer die Falschen angreift. Das ist auch gut gerade für mich. Okay. Haben wir gewonnen. Knapp, schmutzig, dreckig, aber Hauptsache gewonnen. Scheißegal. Grün bleibt. Ja, das finde ich zum Beispiel gar nicht mal so clever, ne? Einen grünen Tank und dann zwei blaue daneben zu stellen. Vor allem, wenn rot gesperrt ist. Das macht für mich jetzt nicht so viel Sinn. War. Ja, dass ich schon was bei gedacht haben. Er wird bei anhand seiner Def sehen, ob das funktioniert oder nicht. So, verdienen, wir wollen, wie wollen wir das denn jetzt machen? Wir können ich will das mal probieren. Okay, das war ein totaler Griff ins Klo, hat gar nichts gebracht. Okay, dann versuchen, machen wir es so. War ein Versuch wert. Versuchen wir es nochmal mit denen? Ja, okay, jetzt funktioniert es so, wie es sein sollte. Ach, sie lösen nochmal aus. Ach, komm schon. Egal, ob einmal Dodge oder zweimal Dodge. Macht auch keinen Unterschied mehr. Also, gehen jetzt hier auf den Barbar. Jawohl, bei ihm funktioniert es nicht. Dann kriegen wir ihn weg wahrscheinlich. Komm, Kadieren. Ja, mir egal mit den ganzen Minions hier. Ich will nur ihn weg haben. Ja, gut. Funktioniert. Ja. So. Nein. Aber warum kommt das jetzt noch hinterher? Wichtig ist eigentlich der Dicke hier hinten. Weil der Dicke, der tut nämlich auch ganz schön weh. Ah. Den Doppeldodge. Mach den Doppeldodge. Dreckiger. Wer zeigt da? So, okay, Vera, was machst du da hinten? Komm, hau mal hier Kollege Dingens weg. Kollege Kobalt. Gut, jetzt ist der Dicke das Problem da hinten. Aber den kriegen wir jetzt auch weg. Hoffe ich. Komm. Hau den Dicken da weg. Hier können wir ghosten. Jawohl. Oh. Okay, Glück gehabt. So. Minions weg. Okay, also hier funktioniert es dann doch mit den Boards. Kann ich mich nicht beschweren. Bisher. Sir Flavius. X-Nuts Pink Banana. Zweite Allianz, glaube ich, von den Mixnuts, ne? Ja, hier muss ich jetzt Grimmel aber nehmen. Wir haben Freya und Bera, also wenn ich da nicht Grimmel nehme, dann weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt, wann dann? Am Panther bleiben wir. Ja, und Grün auch, wegen Frick und so. Okay, wir haben Grün, wir haben Lila. Wir haben einen roten Diamanten, den ich nicht machen will. So, wir hoffen. Wir hoffen jetzt alle, dass hier Lila mitkommt. Haha, okay. So, jetzt fehlt uns aber immer noch Lila. Kommen wir hier Lila? Okay, Kadil löst aus, das ist scheiße. Aber ist ja, dann können wir auch so jetzt reinspielen. Im Moment sind ja auch noch keine Minions angekommen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen hier durch die Mitte das weg. Ja, bei Kadilen haben wir es weggekriegt. Das ist gut. Ja, Grimbel, du musst jetzt warten. Ich muss erstmal hier die anderen alle. Okay. Wir dodgen. Es geht mir jetzt gerade gar nicht darum, dass wir hier irgendwie Damage machen oder sowas. Ich will einfach nur, dass wir dodgen. Zumindest dodgen können. Ja, Sache, ob wir es machen oder nicht. Ja, gut. Gutes Mädchen.
So, Frage. Wie lange dauert das noch? Ein Zug. Okay. Ich trigger sie. Ja. Sambel. Bam, 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 bam. Okay. Panther am Start. Mit den Grünen sollte es reichen, sie zu killen. Warum reicht das denn nicht? Na gut. Dann halt so. Solange Grimble überlebt, ist alles gut. Frage ist, also bringt der noch nichts. Mach mal keinen Scheiß, ich will nicht verlieren wegen Kack-Minions. Habe ich jetzt aber keine Lust zu, aber wir haben es gewonnen. Okay, puh, ja, knappe Dinger. Mann, Mann, Mann. Und das war's schon. Wir sind schon durch für heute. 5 von 5. Sehr gut. Wir sind wo? Ah ne, da wollte ich gleich gucken. Bestenliste. 95. Okay, wir haben uns durchgemogelt. Sehr gut. Ambro hat sich auch durchgemogelt, so wie wir. Ja gut, da liegen. Ja gut, obwohl besser als A kann seine Defensive ja auch nicht sein, ne? Wie viele Punkte haben wir Unterschied? 1000. Okay, das ist das ist ein Angriff. Was sagen wir zwei? Zwei Angriffe. Hier so, wenn ich jetzt den hätte, doch hier, wenn wir den hier gemacht hätten und den hier, dann oder die beiden gewonnen hätten oder sowas. Also zwei Siege mehr, man hat eher eine Niederlage offensiv. Nicht schlecht. So, ja, super gelaufen mit dem Krieg. Oh, das ist eine kleine Entschädigung, okay. Aber keine Entschädigung. Was haben wir hier? Okay, naja, jetzt geht's wieder los. Naja, jetzt müssen wir erstmal wieder analysieren, warum, was da los ist und so weiter und so fort. Gut, ist so. Hier das nochmal eben einmal ganz kurz zum Abschluss. Beschwören werden wir, aber erst im Oktober. Also, ich morgen. Morgen. Ich dachte, wir hätten 31. Also, dann machen wir es morgen. Ja, also, ich will den neuen Monatshelden. Also, zumindest versuchen. Macht ja keinen Sinn, heute zu beschwören und eventuell eine Alexandrine zu kriegen. Und morgen ist ein neuer Monatsheld. Ist irgendwie sinnfrei, ne? Zumal wir sie ja schon haben, mehrmals. Deswegen, beschwören werden wir. Morgen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe meine Meinung schon gesagt hier zum, also dass das da ist, ne, es ist albern. Also ich hab es ja angekündigt. Muss man ja auch dazu sagen. Ich habe ja gesagt, wir haben die Helden gebufft. Wahrscheinlich wird das Event schneller da sein, als wir gucken können und zack, direkt. Das ist ja das Traurige daran. Ja, also ich verurteile die Leute ja nicht, dass sie unbedingt Geld machen wollen. Das ist ja alles in Ordnung. Ist ja alles schön und gut. Ja. Aber dass sie es so offensichtlich machen und noch nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwie verstecken wollen oder sowas, ja. Wir buffen die Helden und verschieben wieder ein geplantes Event und packen einfach das Event ein, was wir zufällig gerade gebufft haben. Wenn sie es jetzt gemacht hätten, dass es ein, zwei Monate später kommt, hätte ich gesagt, okay, alles gut. Aber es ist halt so offensichtlich. Es ist halt so offensichtlich, dass sie es direkt danach machen. Direkt. Direkt ein paar Tage nach den Buffs wird das announced, dass hier, oder einen Tag vorher sogar noch vor dem Event hier, ne? Bis gestern sind wir alle davon ausgegangen, dass es die Riddles of Wonderland sind.
Weil jetzt auf einmal haben wir hier die Zirkus-Hampelmänner rumflattern. Also, diese Art und Weise, wie sie es machen, sie können es ja so machen, da habe ich ja kein Problem mit. Aber die Art und Weise, wie sie es einfach machen und es sieht dann so aus, oh ja, was für ein Zufall aber auch so, ne? Wir wollen euch was Gutes hier. Ja, es ist ja schön und gut. Die Helden, die sind ja overpowered, die habt ihr noch overpowered gemacht, keine Ahnung. Die sind noch stärker geworden. Es ist schön und gut, ja. Die helfen den Leuten weiter, die beschwören. Die Leute, die nicht beschwören, hilft das genauso wenig weiter wie vorher. Aber macht es doch nicht so in der Art und Weise, wie ihr es macht. Ja, dann lasst wenigstens ein, zwei Monate so ins Land ziehen und dann macht ihr das Event. Aber direkt buffen, direkt alles ändern, dass das... Wann wäre das jetzt hier wieder gekommen? In 7 Monaten oder sowas? Keine Ahnung. Und auf einmal, zack, jetzt hast du wieder gar keinen Plan, was überhaupt für eine Reihenfolge. Piraten werden dann erst kommen. Es gibt ja schon Kostümentwürfe, ja. Also Finley-Kostüm war eins der ersten, was man so sehen konnte. Ich wette mit dir, sobald die Kostüme für die Piraten da sind, dann werden sie auf einmal, auch wenn die Piraten 5-mal vorher verschoben worden sind, dann auf einmal kommen die Piraten und sagen, oh, wir haben ja neue Kostüme für euch gemacht. Das ist bestimmt voll toll für euch. Deswegen guckt euch die doch mal an. Wir machen jetzt kein das und das Event, sondern jetzt kommen die Piraten, weil jetzt ist jetzt ja so richtig toll, ne? Jetzt sind die Piraten alt und scheiße. Und dann machen sie die Kostüme und dann sind die Piraten beste Event von allen, was es gibt. Ja, einfach hier. Das alles. Deswegen, was soll ich sagen? Also, ich bin ja ehrlich, ne? Prinzipiell finde ich es gut, dass wir den Zirkus wieder haben. Nur ich finde die Art und Weise nicht gut, wie wir es gekriegt haben. Also deswegen werde ich auch beschwören. Das ist halt doof, ne? Also ich beschwere mich, dass nicht, dass das Event da ist und die Helden da sind, sondern wie die Art und Weise, wie das alles gehandhabt wird. Und deswegen, also die Helden, die hier sind, die helfen halt auf dem Niveau, so, ne, wo du oben spielst. Die Zuri, die auch als krasser Sniper, wobei, du hast dich aber schnell geändert. Wobei natürlich jetzt, wenn wir jetzt mit roten Tanks das kriegen werden, dann ist sie jetzt nicht mehr so cool, ja, aber mit einem elementaren Deathdown und sie dann hinterher, das sind dann mal locker, je nachdem, was da für ein Gegner steht, bis zu 1500 Schaden, die sie macht alleine. Ja, also schon hart. Er ist gut für Rushes, er ist aber auch generell gut, wenn der durchläuft, der mit seinem Luftballon, dann bleibt da auch nichts mehr stehen. Also, das sind schon super. Er ist, glaube ich, der einzige 4-Sterne-Event-Held, der mir noch fehlt hier, den Mr. Eichel. Und, ja, mal gucken. Ja, beschwören werden wir, aber die Art und Weise, wie es halt gemacht wird, ist nicht gut. Gut, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.